Jo Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. In diesem Video werde ich mir zeigen, wie ihr mehr Punkte bekommen könnt in Arena und somit auch Champion werden könnt. Also bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende dran, wenn ihr noch nicht Champion seid. Falls ihr keine weiteren Tipps und Tricks mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das wird mir mega helfen. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine weiteren Videos mehr. Und falls ihr mich mega unterstützen wollt, tragt gerne meinen Fortnite-Supporter-Creator-Code im Item-Shop ein. Der ist Lenny-OG. Könnt ihr gerne eintragen. Supportet mich auf jeden Fall mega und kostet euch gar nichts. Aber ich würde sagen, jetzt starten wir auch schon mit dem Video. Natürlich müsst ihr wieder euren Playstyle und sowas alles auf eure Points einpassen, die ihr gerade habt. Also wenn ihr erst wenig Punkte habt und so ein guter Spieler seid eigentlich, würde ich euch empfehlen, in Solo erstmal zu spielen und da bis 3.000 bis 4.000 Punkte zu spielen und wirklich alles zu pushen, falls ihr jetzt noch nicht so auf der Arena gespielt habt und noch so wenig Points habt. Denn da sind die Gegner vor allem jetzt in dem späteren Teil der Season wirklich, wirklich schlecht und da könnt ihr die dann einfach so wegpushen. Wenn ihr dann aber über so 4.000 bis 5.000 Punkten seid, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Duo oder Trio zu spielen, weil diese Season ist einfach viel, viel schlauer, Duo oder Trio zu spielen, weil man wird so oft Third Party, so oft weggesprayt, dass man einfach, wenn man nur genockt ist und nicht direkt tot ist, viel, viel mehr Punkte machen kann und weil Duo und Trio macht natürlich auch viel mehr Spaß. Und man kriegt auch gar nicht mehr so wenig Punkte wie früher. Und was mir auch persönlich aufgefallen ist, ich denke, das geht euch auch so, sind die Gegner in Arena Solo auf hohen Punkten wirklich oft sehr, sehr gut. In Duo geht's so, aber in Trio finde ich vor allem sind die Gegner wirklich relativ normal und nicht so gut wie zum Beispiel in Solo. Dann ist es natürlich wichtig, dass ihr immer euch einspielt und ein Warm-Up habt. Dazu habe ich letztens auch ein Video gemacht, damit ihr gut aufgewärmt seid, schon mal eingespielt seid, damit ihr auch mehr Fights gewinnen könnt in den Runden und auch nicht jeden Schuss misst oder jedes Edit misst. Und natürlich ist es auch wie immer sehr, sehr wichtig, dass ihr einen festen Landespot habt, aber gar nicht unbedingt einen festen, ihr könnt auch mehrere Landespots haben, also dass ihr zum Beispiel einen defensiven habt, zwei offensive oder so halt ungefähr. Dann könnt ihr immer darauf anpassen, wie gut ihr an einem Tag seid oder wie viele Punkte ihr gerade habt und dann ein Landespot euch aussuchen, aber ihr kennt halt alle richtig gut. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr die Landespots sehr, sehr gut kennt und überall wisst, wie man spielt, wenn man uncontested ist, wie man spielt, wenn man contested ist, wie man wegrotiert, wo es dort die ganzen Chests gibt, wo es dort den ganzen Loot gibt. Das müsst ihr auf jeden Fall alles wissen, damit ihr euren Gegnern im Early Game immer überlegen seid und schnell looten könnt. Damit ihr dann natürlich auch Gegner pushen könnt, weil es ist sehr, sehr wichtig diese Season, dass ihr nicht zu viel campt, weil campen ist wirklich unnötig eigentlich. Klar, man sollte, wenn man auf höheren Punkten ist, nicht zu viel pushen, aber man sollte auch nicht die ganze Zeit campen. Ist zwar, kann man zwar machen, wenn man jetzt nicht so gut ist, aber trotzdem Champion will. Aber eigentlich würde ich euch nicht empfehlen zu pushen, weil dadurch wird man nicht besser und es macht auch keinen Spaß und es ist eigentlich gar nicht so schwierig, jede Runde so ein paar Kills macht. Weil es ist ja besser eigentlich, jede Runde so 5 bis 10 Kills zu holen und die ganze Runde was zu tun zu haben, anstatt die ganze Runde zu campen und dann vielleicht ein 2 oder 3 Kill-Wins zu holen. Dann kriegt man auch mit dem offensiven Playstyle mehr Punkte eigentlich und wird dadurch laufend immer wieder besser. Dann braucht ihr natürlich einen Playstyle in eurem Duo oder Trio oder eben auch als Solo, aber für ein Duo oder Trio ist es wichtiger. Und da könnt ihr euch euren eigenen aussuchen. Ich kann euch jetzt mal unseren im Duo und Trio zeigen, weil der ist wirklich richtig OP und damit gewinnen wir fast alle Fights, auch gegen größere Spieler. Nämlich ist er nicht zu Bildfeind, wenn wir zum Beispiel vom Trio pushen oder eins pushen. Meistens, wenn wir gepusht werden, weil wenn man pusht, dann geht man ja meistens hoch und crankt so ein bisschen. Aber wenn man gepusht wird, würde ich euch empfehlen, oder was ich halt immer mache, und mein Duo und Trio auch, dass wir uns dann direkt einboxen, weil wir können alle nicht so gut zusammen Bildfeinden, das ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, das können viele noch nicht. Und deswegen bauen wir uns dann immer direkt ein, dass wir schlecht sind und dann pushen die meistens runter und trennen sich auch, weil das auch eigentlich sehr schlau ist. Aber wenn dann zum Beispiel einer an einer Seite ist, dann konzentrieren wir uns darauf, das haben wir gut geübt und schaffen das eigentlich jedes Mal, dass wir einen boxen. Das Boxen übernehme ich eigentlich immer. Ich boxe den direkt, ein anderer schießt dann oder beide schießen und da muss man halt gegebenenfalls noch aufpassen, dass man die anderen Seiten zuhält, weil die kommen ja dann meistens von mehreren Seiten, aber ist auch nicht schlimm, wenn man von der Seite dann ein bisschen Schaden bekommt, weil den einen hat man dann echt zu 100% geholt. Ich habe jetzt leider, glaube ich, gerade keinen Clip, wie wir das gemacht haben, aber wir haben das wirklich schon so unfassbar oft gemacht und es klappt eigentlich wirklich fast immer. Es ist immer sehr, sehr schlecht, wenn dann von oben gesprayt wird, was manche Gegner machen. Da muss man dann schon ein bisschen Bild fighten, aber wenn die Gegner einfach einer, zum Beispiel eine Treppe an die Boxbot und sich dann da drauf stellt, braucht man einfach zwei Wände an den Seiten und eine Cone und schon ist der Gegner quasi tot, wenn man im Duo oder Trio ist. Und so könnt ihr da
wirklich, wirklich viele Fights gewinnen. Dann ist es natürlich auch immer wichtig, dass ihr Spider-Man-Waffen habt, weil damit könnt ihr wirklich gut vor Gegnern abhauen, falls ihr fast tot seid oder so. Und damit könnt ihr auch sehr, sehr gut im Endgame und so rotieren, auch wenn in der Arena die Endgames nicht so krass sind. Und natürlich ist es auch wichtig, dass ihr euch auf die Season anpasst. Und ihr wisst ja, diese Season ist sehr, sehr eine Sprayer-Season. Deswegen müsst ihr natürlich auch sprayen. Nehmt euch am besten ein MP und eine Pump mit, mehr braucht ihr nicht außer Heal und Spider-Man-Waffen. MK ist unnötig und sprayt die Gegner dann einfach voll. Weil so habt ihr auch Chance, gute Spieler zu holen, wenn ihr vielleicht nicht so gut seid, weil das Spray ist natürlich viel zu OP, wie ihr es wahrscheinlich schon bemerkt habt. Darum ist es auch vor allem, wie ich eben schon gesagt habe, besser, dass ihr diesen Team-Modi spielt, damit ihr nicht von einem direkt weggesprayt werden könnt und dann direkt tot seid und eine neue Runde machen müsst. Was aber auch vor allem in Team-Modi sehr, sehr wichtig ist, das ist vor allem wegen dem Spray, dass ihr immer zusammen fightet. Dass nicht einer gerade auf einmal beim ganzen Trio ist, weil die sich abgesprochen haben, weil die gemerkt haben, dass ihr alle euch getrennt habt, dass die alle zu einem gehen und den dann einfach zu dritt wegsprayen, dass man dann direkt tut und dann nur noch zuerst ein Duo live. Und deswegen passt auf jeden Fall auf, dass ihr zusammen fightet. Es ist auch dieses Season sehr, sehr einfach, also eigentlich einfacher denn je, viele Kills zu machen, indem ihr abstaubt und Fights verpartet. Also wenn ihr seht, dass irgendwo Fights sind, fliegt ihr einfach direkt da rein mit Spider-Man oder so und sprayt einfach die ganze Zeit von der Seite oder von hinten rein. Ist zwar richtig eklig, aber dadurch kriegt ihr wirklich viele Kills und könnt dann auch meistens mehr als ein Trio oder Duo nur holen, weil ihr halt den Fight dann abstaubt. Dann sind die Gegner natürlich davor schon low und auch achten nicht auf euch. Jetzt habe ich noch eine sehr, 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 sehr gute Strategie für euch, wie ihr wirklich easy richtig viele Points machen könnt. Mit dieser Strategie könnt ihr jede Woche, auch wenn ihr keine Arena spielt, ungefähr 1000 bis 2000 Points machen. Nämlich sind das die Hype Cups. Jetzt denkt ihr vielleicht so, ja klar, in Hype Cups bekommt man halt Arena-Punkte, aber dafür muss man immer sehr, sehr gut playen. Aber das stimmt gar nicht. Nämlich müsst ihr einfach nur jeden Hype Cup spielen und da vielleicht ein bisschen die Runden gut spielen. Und schon kriegt ihr mindestens eigentlich 200 Punkte. Es kommt nämlich auf die obere Prozent an, die ihr seid. Und es bei obere 4% bis 1% bekommt man, glaube ich, immer schon so 400 bis 500 Punkte, kommt halt auf den Cup an. Also auf Solo, Duo oder Trio. Und das ist eigentlich, wenn man ein solider Spieler ist, sehr, sehr einfach. Aber so könnt ihr wirklich, ich glaube, jede Woche sind irgendwie 3 oder 4 Hype Cups sogar. Auf jeden Fall mindestens 3, nämlich jeden Samstag und vielleicht sogar Mittwoch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Einen Solo-Cup, jeden Freitag einen Trio-Cup und jeden Montag auf jeden Fall einen Duo-Cup. Das waren jetzt 4, aber ich glaube, der Solo-Cup am Mittwoch gibt's nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall mindestens 3 in der Woche. Und so könnt ihr, wenn ihr immer eigentlich gute obere Prozent kommt, immer 500 Punkte, also 1500 Punkte in der Woche machen. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr gerne vor euren Kommentar Hashtag tief schreiben und bis zum nächsten Mal. Yo,